Guten Tag, liebe Gerüchte-Fans, zu meiner 123. Gerüchteküche-Ausgabe. Die habe ich nämlich schon mal gedreht gehabt, auch auf YouTube hochgeladen, aber ich habe mir jetzt beschlossen, sie nochmal runterzunehmen und nochmal neu raufzuladen, aus dem einfachen Grund, weil eben noch was dazugekommen ist und das wollte ich jetzt hier nochmal reinpacken. So viele haben das andere Video sowieso noch nicht gesehen. Jetzt habe ich, mache ich mir gedacht, dann nehme ich sie nochmal ganz kurz runter, ist ja noch nicht so lange oben und verpack's nochmal rein in neu, denn bekanntlicherweise die ersten Bilder zum Frühlings-Event-Quest Tag und Nacht gleiche Wind, wie man es bezeichnen will, aber jetzt neu auch die Bilder zum Mausstall, zu den neuen Mäuseställen. Ja, die Upgrade Gelb und Orange kommen, inklusive Werkstube. Also, wenn ihr Näheres wissen wollt, dranbleiben. Starten wir jetzt aber mit den ersten Bildern zum Tag und Nacht gleiche Event 2014. Event findet statt vom 20. bis zum 27. März. Das ist ja fix, das wissen wir aus dem Eventkalender bereits, der immer Anfang des Monats veröffentlicht wurde. Eventpflanzen heißen zum einen, es gibt dieses Mal zwei, und zwar Morgenrot, hier auch plus Animation der Wachstumsphase, und die Mondblume passt natürlich großartig zu Nacht und Tag, gleich Event, versteht sich. Dazu droppt auch etwas, und zwar Glühkegel wird droppen. Das sieht in etwa dann eben so aus. Also wie gewohnt eben Eventpflanzen, muss man diesem sagen, plus Drop-Item. Vollständigkeitshalber hier auch noch die beiden Eventkörbe. Groß und klein, wie gewohnt, der für 1,99 € zu kaufen. Und der größere Eventkorb dann eben für 10 €. Gut. Aber jetzt kommen wir eben zu einem besonderen. Und da kann es gut sein, dass man eben bei diesem Event bereits, das kann man vergleichen mit dem Waschbe-Event, da konnte man eben auch die Waschbestelle, die Upgrade spielen, auch nochmal die Werkstube. Und möglicherweise soll es jetzt ja zu diesem Event sein, dass man da, denn der eine der Eventtexte sagt, dass Käse wem Käse gebührt. Pack mit an und hilf Opus Käsi mit 51 Glühkegeln, also Drops schneller zu einer schnittigen Käsezeremonie. Und Käse irgendwie Maus. Ja, gut. Aber jetzt auch hier die Maus-Upgrades kommen. Kann man da wohl spielen, denke ich mal. Eben hier das Upgrade Gelb für den Mausstall. Dann auch noch Orange, wie wir es ja kennen, beim Waschbär und so weiter und so fort. Und dann auch noch eine Werkstube gleich dazu. Herrlich, so viel auf einmal. Die haben wir hier, weil der Grundstall von Maus, der ist ja bereits im Spiel, den kennen wir schon. Und jetzt am Upgrade Gelb und Orange, was wir, denke ich, auch zu diesem Event erspielen können. Und dazu auch noch die Werkstube, die wahrscheinlich, brauchen wir jetzt kein Wasserge sein, denke ich mal, dann auch Käse produziert. Gut, also das wollte ich euch auch einfach noch mal ganz kurz zeigen. Was sagt ihr denn? Freut ihr euch schon drauf? Ich bin schon gespannt auf die Animation und so weiter und so fort. Ja, gut, das noch ganz kurz und damit bis zum nächsten Video. Ciao.